Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier im Raum, immerhin haben wir 5 Gäste, einen Techniker, Philipp Meyer zu meiner Rechten und ich heiße Susanne Rau und begrüße Sie recht herzlich zu diesem Hybrid-Event, wie man heute sagt. Es geht um die Buchpräsentation des Buches Kartografie und Weltanschauung von Philipp Meyer, welches Ende September im Waldstein Verlag erschienen ist. Wir haben, jeder weiß warum, diese Veranstaltung jetzt gewissermaßen nur in kleiner Präsenz angesetzt und ansonsten digital, hat ja dann schon auch den Vorteil, dass es Gäste anziehen kann, die sehr weit weg wohnen. Darüber freuen wir uns auch, dass Sie alle hier sind. Dieser erste Teil, das nur kurz zum Ablauf, der wird jetzt nur in YouTube übertragen. Wir haben dann aber nach der Präsentation, nach dem Präsentationsteil auch einen Diskussionsteil und dafür würden wir dann in WebEx umschalten. Dafür bekommen Sie dann den Einwahllink, weil das sehr viel einfacher ist zu mitdiskutieren. Dann können Sie sich nämlich auch hier zeigen und müssen nicht nur in den YouTube-Chat schreiben. Ich beginne jetzt damit, Herrn Meyer kurz vorzustellen. Dann darf er in der gebotenen Kürze sein Buch vorstellen und dann beginnen wir auch schon mit der Diskussion. Philipp Julius Meyer hat Geschichtswissenschaft und vergleichende Literaturwissenschaft sowie Journalistik an den Universitäten Leipzig und Avignon studiert. 2013 kam er dann nach Erfurt und hat im Rahmen eines vom damaligen TMBWK, dem, kann man sagen, Wissenschaftsministerium, geförderten Projekts Globalisierung und lokales Wissen sammlungsbezogene Forschungen zum Verlag Justus Perthes ein Jahr lang Recherchearbeiten durchgeführt und uns in der Vorbereitung einer Projekttagung unterstützt. In diesem Kontext kam Herr Meyer schon erstmals mit der Sammlung Perthes Gotha in Kontakt. Dabei war es keineswegs ausgemacht, dass er zu einem Perthes-Thema promovieren wollte. Im Lauf der wissenschaftlichen Hilfskrafttätigkeit hat er mir Kurzexposés zu damals noch 3 ganz unterschiedlichen möglichen Dissertationsthemen vorgelegt, darunter eines zu Paul Langhans, zu dem ich selbst schon etwas recherchiert hatte und mich für diese Figur interessierte. Nach einigen Diskussionen ging es dann tatsächlich in diese Richtung. Daraufhin schrieb Herr Meyer mir und Herrn Ballentin, dem Archivar der Sammlung, er wolle unterschiedliche Raumbilder. Da hat er einen Begriff aus einer Publikation von Ulrike Juray, die gerade erschienen war, verwendet. Raumbilder der Geografie und deren kartografische Visualisierung zwischen ca. 1900 und 1945 in Deutschland untersuchen. Mit Frau Professorin Wardenga aus Leipzig waren wir bereits über das Globalisierungsprojekt in Kontakt. Und als sie umgehend einer Zweitbetreuung zustimmte, waren wir sehr froh, mit ihr auch noch eine Geografin an Bord zu haben. So ging es im Frühjahr 2014 also los. Und als dann auch noch das evangelische Studienwerk Felix das Promotionsstipendium bewilligt hatte, waren wir erst einmal alle weiteren, nämlich die finanziellen Sorgen, los. Im Sommer 2019 hat Herr Meyer seine Arbeit schließlich eingereicht und im Herbst dann auch erfolgreich verteidigt. Wie Sie sehen, dauert es in der Regel dann auch nochmals 2 Jahre, bis eine Dissertation auch publiziert ist. Sie sehen auf der Folie schon das aufgeschlagene Titelbild und hier ist das zugehörige Buch.
durch, damit das Buch erscheinen konnte, das muss man auch noch erwähnen, hat er nicht nur einen Verlag gefunden, nämlich den Waldstein Verlag, sondern auch noch über 10.000 Euro von der VG Wort als Zuschuss erhalten. Durch seine zeitweilige Hilfskrafttätigkeit bei Frau Wadenga am Leibniz-Institut für Länderkunde hat er schließlich auch den Sprung in die Wissenschaft geschafft und ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Teilprojekt des Leipziger Sonderforschungsbereichs Verräumlichungsprozesse unter Globalisierungsbedingungen, in dem es um die Analyse der deutsch-russischen Beziehungen bei der Entwicklung von Schulatlanten im 20. Jahrhundert geht. Dafür hat ihn seine Promotion ja schon bestens vorbereitet. Sein Arbeitsschwerpunkt ist nun die Geschichte der Kartografie in ihren wissensgeschichtlichen, zeithistorischen und kulturellen Bezügen. Was noch wenige wissen und was hier und heute auch gerne kundgetan wird, ist, dass dem Herrn Dr. Meyer gerade der Landesgeschichtliche Preis für Landesgeschichtliche Preis für Industriekultur verliehen wurde. Dieser Preis wurde von der Thüringer Staatskanzlei gemeinsam mit der Historischen Kommission Thüringen ins Leben gerufen und wird von dieser auch verliehen. Auch dazu unseren herzlichen Glückwunsch, Herr Meyer. Vielen Dank. Nun, wie ich schon ankündigte, wird Herr Meyer seine Dissertation, sein Buch kurz vorstellen und dann können wir auch schon in den Frage- und Antwortteil gehen. Vielen Dank. Genau. Ja. Ja, vielen Dank, liebe Frau Rau, für die ausführliche Vorstellung und auch für die Möglichkeit, das Buch hier nochmal vorzustellen. Und ja, schön, dass Sie auch den Weg hierher vor Ort gefunden haben. Und auch ja, die, die jetzt online dabei sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid und Sie. Ich werde jetzt versuchen, möglichst kurz nochmal das Buch vorzustellen. Und hier sieht man es eben nochmal und hier vorne. Die Entstehungsgeschichte eines Buches wird im Rückblick eben schnell geradliniger und widerspruchsfreier, als es dann sozusagen im Prozess auch der Fall war. Und tatsächlich ist es eben auch ein Weg, der manchmal auf Nebenpfade führt, was aber eben nicht immer von Nachteil sein muss. Und ich werde jetzt versuchen, die Entstehungsgeschichte also ein bisschen anknüpfen an das, was Sie schon gesagt haben, so wie ich sie erinnere, kurz zu skizzieren und sie eben mit den Ergebnissen der Arbeit und des Buches zu verknüpfen. Und hoffe, dass das dass etwas Interessantes dabei herauskommt. Sie können jetzt noch eine Folie weitermachen. Mhm. Wie Frau Rau bereits schilderte, lernte ich die Sammlung Perthes und auch mit ihr Gotha, ich war vorher noch nie dort gewesen, 2013 als wissenschaftliche Hilfskraft damals kennen und war eigentlich auf Anhieb fasziniert, weil sich hier für mich ganz unerwartet, weil ich die Sammlung Perthes eben nicht kannte, in dieser kleinen Stadt ein Fenster sowohl in die Vergangenheit als auch in die weite Welt auftat. Und gerade dieser Kontrast zwischen so der ein bisschen verschlafenen ehemaligen Residenzstadt und der Sammlung Perthes fand ich sehr reizvoll. Und das umfangreiche Material der Sammlung, die Karten unterschiedlichen Maßstabes, die Bücher der ehemaligen verlagseigenen Bibliothek, die Schriftwechsel der Verleger, der Kartografen und die Personalakten, der vielen an der Kartenproduktion außer den beteiligten Personen und auch die materiellen Spuren der Kartenherstellung, etwa die Kupferplatten. Das alles, dieses faszinierende Material, lernte ich damals eigentlich nur ausschnittsweise kennen. Und auch heute nach der Arbeit kenne ich eigentlich nur einen Bruchteil dieser Sammlung. Und es sind wirklich also sehr, sehr große Bestände dort. Und trotzdem war ich beeindruckt von diesem feingliedrigen Apparat, der eben dazu diente, die Welt möglichst genau zu erfassen und kartografisch darzustellen. Das Interesse verdichtete sich dann schrittweise und etwas konkreter wurde es dann, als ich eben von dem damaligen Mitarbeiter in dem Projekt Globalisierung und lokales Wissen, Nils Güttler, erfuhr, dass es scheinbar doch einige Forschungslücken in Bezug auf Perthes im 20. Jahrhundert gab. Ich arbeitete damals ehrenamtlich in der Leipziger Gedenkstätte für Zwangsarbeit und interessierte mich sehr für den Nationalsozialismus, für die uns heute absurd erscheinende zerstörerische Kraft politischer Ideen, aber auch für die unglaublich vielen Schattierungen eben von
Begeisterung, Mittun, wie das Alf Lüttke mal ausgedrückt hat, Teilnahmslosigkeit, Ignorieren, passive Gegnerschaft, bis hin zu den verschiedenen Formen des aktiven Widerstands, die ja im Extremfall also in einem einzigen lebenden Individuum auftreten konnten und das eben in einer relativ kurzen Zeitspanne von 12 Jahren. Jedenfalls stand für mich zu Beginn eigentlich die Frage im Mittelpunkt, wie dieses nüchterne Ideal kartografischer Welterfassung, das, also Pathos des Nüchternen und des sozusagen Konkreten und eher Mathematischen, zusammengeht mit den politischen Ideen dieses ins Extreme gesteigerten Nationalismus und Rassismus und die ja bereits zeitgenössisch als ein nicht für möglich gehaltener Rückfall in ein mythisches Denken interpretiert wurde, also beispielsweise durch den Philosophen Ernst Cassirer in seinem Buch Vom Mythos des Staates. Unabhängig davon, ob diese sozusagen Analyse und Interpretation heute auch noch die angemessene ist, um jetzt nochmal den Bogen sozusagen zu schlagen, vielleicht auch ein bisschen schiefer Vergleich, haben wir aber jedenfalls in den letzten Jahren gesehen, wie hartnäckig sich sogenannte alternative Fakten behaupten können und wie sehr die Wahrheit, an die wir glauben, von unserem sozialen Umfeld und den Medien, die wir konsumieren, abhängt. Das alles war damals 2013, 2014 noch nicht so virulent. Und die Ausgangsfrage für mich war aber damals trotzdem, wie verbanden sich eigentlich politische Ideologien mit der Kartografie und welche vielleicht auch subtilen Verbindungen gab es hier? Wie schleichen sich die Dinge in die Karten ein, wie Ute Wadenger das mal ausgedrückt hat? Jetzt können wir vielleicht zur nächsten Folie gehen. Als Susanne Rau mir dann schließlich von den beiden Perz-Kartografen Paul Langhans und Hermann Haag erzählte und davon, dass sich eigentlich bis heute so ein bisschen so eine Schwarz-Weiß-Gegenüberstellung von dem rein ideologischen Kartografen Langhans und dem rein wissenschaftlichen Kartografen Haag halten würde, gewann das Ganze weiter an Kontur. Außerdem erfuhr ich von Petra Weigel, der Referentin, der Leiterin der Sammlung Perz, dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Porträt von Paul Langhans aus dem Ahnensaal des Verlags, das ist sozusagen also so ein bisschen ein Zentrum des Verlags, in dem also alle großen Kartografen als Porträts hängen, entfernt wurde. Also das Porträt von Paul Langhans wurde abgehängt. Es wurde interessanterweise versteckt, sodass es heute wieder in der Sammlung zu sehen ist. Ich persönlich weiß nicht genau, von wem es versteckt worden ist. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Und auf der anderen Seite wurde Hermann Haag also sozusagen ging in eine ganz andere Richtung. 1955 wurde er zum Namensgeber des bereits ab 1953 bestehenden volkseigenen Betriebes. Er wurde also wirklich zum Namenspatron des Verlages. Und das war dann eigentlich die nächste spannende Frage für mich, wie verhalten sich Kartografen der Generation Langhans, der 1867 geboren wurde, und Haag, der 1872 geboren wurde, die ja sozusagen vom Kaiserreich bis in die DDR alle politischen Systeme miterlebt und sozusagen professionell durchlaufen haben. Wie bewältigen sie diese tiefgreifenden Wandlungsprozesse und wie positionieren sie sich und wie werden ihre Haltungen dann auch im Rückblick bewertet? Daraus entwickelte sich gewissermaßen die erste Ebene der Arbeit, die man vielleicht zeitgeschichtlich nennen könnte, auch wenn der Zeitraum der Zeitgeschichte sozusagen etwas verlassen wird, weil ich sozusagen mit dem Ende des 19. Jahrhunderts einsetze. Und diese Ebene beschäftigt sich eben mit der Frage, welche Beziehungen zwischen den politischen Ansichten der beiden Kartografen und ihren Karten selbst bestanden und welche Wandlungen es auch eben dabei vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1945 vollzogen. Dabei ergab die vertiefte Quellenarbeit oder Quellenanalyse, dass es sich bei Langhans eben tatsächlich um einen stark von seiner Weltanschauung, die bereits während seiner Studienzeit in den 1880er Jahren antisemitisch, antislawisch und kolonial begeistert geprägt war, also sozusagen um einen Kartografen handelte, der sehr stark von seiner Weltanschauung motiviert war. Dies belegen beispielsweise sein Briefwechsel mit den Verlegern Bernhard Perthes und dessen Sohn und Nachfolger Joachim Perthes, der den Verlag 1919 übernommen hatte, auch ein ausführlicher Text seines Sohnes Manfred Langhans und eben auch die Briefe von Hermann Haag und natürlich seine Karten, die stets eigentlich um die Fragen des sogenannten Deutschtums und wie man es damals nannte, der Volkstumskämpfe, etwa an den Grenzen des Deutschen Reiches kreisten. Interessanterweise tat er dies auf eine Weise, die völlig in der Tradition der wissenschaftlichen Kartografie von Justus Perthes stand, aktuell sehr genau, sehr detailliert
und unter Auswertung umfangreichster Materialien und amtlicher Statistiken. Aber die Prämissen eben, also der kartografische Blick sozusagen, hatten sich von einer eher transnationalen Orientierung des 19. Jahrhunderts zunehmend auf die des Vorrangs des Deutschtums verschoben. Das Bild des reinen Propagandakartografen war trotzdem ein schiefes Bild und das Verhältnis von Kartografie und Weltanschauung eben ein komplexeres, als es die bisherige Deutung vermuten lässt. Bei Hermann Haag lagen die Dinge sogar noch komplizierter. Heinz-Peter Borgiato hat ihn als geschickten Organisator und Opportunisten beschrieben und das war er eben auch durchaus. Also seine politischen Aussagen weisen dabei aber nicht die ideologische Kontinuität von Langhans auf. Es finden sich also bei ihm kolonialkritische Aussagen um 1900, die sich auch gegen eine völkische Vereinnahmung des Verlags gewendet haben. Dann finden sich wiederum vor dem Ersten Weltkrieg begeisterte Rezensionen kolonialer Literatur, kolonialer Bildbände. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges scharfe nationalistische Töne, am Ende des Krieges dann auch Forderungen nach mehr politischer Teilhabe der Bevölkerung und der Soldaten, in der Weimarer Republik wiederum Kolonialagitation und nun auch völkisch orientierte Schulwandkarten. 1933 dann der Versuch, eine gewisse Eigenständigkeit gegen die Gleichschaltung zu behaupten, bei gleichzeitiger Abrechnung mit Weimar. Zum Ende der 1930er Jahre schließlich auch eindeutig antisemitische Aussagen, die er also in Publikationen von ihm. 1942 verdammte er den Bolschewismus. Zugleich bekannte er sich aber öffentlich zu dem vom Nationalsozialismus angefeindeten Geografen Alfred Hettner. 1948 wollte Haag schließlich die wieder erscheinenden Petermanns geografischen Mitteilungen. Das war die wichtigste fachliche Zeitschrift der Geografie, die eben auch bei Perthes erschien, wollte er in den Dienst eines demokratischen Neuaufbaus stellen und behauptete aber zugleich, die Mitteilungen seien in der jüngeren Vergangenheit stets rein wissenschaftlichen Kriterien gefolgt. Bereits seit 1947 war er Vorsitzender der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft in Thüringen. Also es ist relativ bunt sozusagen oder bunter als bei Paul Langhans. Aber dennoch besteht also kein Zweifel, das Bild vom unpolitischen Haag war genauso schief wie das vom Propagandakartografen Langhans oder vom reinen Propagandakartografen Langhans. Dennoch war das Verhältnis von Haag zur Politik eben ein ganz anderes als dasjenige von Paul Langhans. Während Haag nämlich die Politik gewissermaßen in den Dienst des Verlags und dem eigenen Fortkommen stellte und er mit großem Feingespür auf die Interessen des Publikums und die Käuferschaft reagierte und die Kartenproduktion im Großen und Ganzen dem Verkauf unterordnete, war für Langhans der Verlag eher ein Vehikel für die Verbreitung seiner Weltanschauung und der des Alldeutschen Verbandes, des Deutschbundes und weiterer nationalistischer Verbände, in denen er selbst eben führende Positionen auch bekleidete. Haag schrieb 1912 an Bernhard Perthes, also an den gemeinsamen Verleger. Langhans beurteile, Zitat, den Menschen einzig nach seiner Stellung zu seinen deutschtümlichen Bestrebungen. Und ich denke, diesem Urteil kann man durchaus folgen. Dies führt nun wieder zu einem weiteren wichtigen Aspekt, dem, Zitat, klingenden Erfolg der Karten, wie es der langjährige Prokurist des Verlags Theodor Klemm formulierte, also der ökonomischen Dimension der Kartenproduktion. Denn schließlich war Perthes ein Verlag, ein Unternehmen, das in interessanter und vielleicht einmaliger Weise den wissenschaftlichen Anspruch seiner Produkte, seiner Karten und ein Selbstverständnis als außeruniversitäres Forschungsinstitut mit einem Interesse an Verkauf und Gewinn verband. Ich denke demnächst und ich hoffe, dass die Dissertation von Alexander Sievers erscheinen wird, der das auch nochmal, glaube ich, tiefgehender beleuchten wird. Hier stellte sich dann für mich die Frage, wenn Paul Langhans, der in den 1930er Jahren in Gotha als völkischer Vorkämpfer der NSDAP gefeiert wurde, Ehrenbürger von Gotha geworden ist, wenn er dies tatsächlich war, warum hatte er dann auf der anderen Seite im Verlag gemessen an Hermann Haag relativ wenig Erfolg? Denn es lässt sich ja zeigen, und darauf weist auch Heinz-Peter Borgiato, hat darauf bereits hingewiesen, dass die produktivste Phase von Langhans als Kartograf eben in der Zeit vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkrieges liegt. Wenn aber in so vielen anderen Bereichen, wie das gezeigt worden ist, im Nationalsozialismus die politische Einstellung und die Beziehung in vielen Fällen Vorrang vor der Expertise hatten,
Warum konnte Langhans also sozusagen sein weltanschauliches Kapital, seine Beziehungen zu radikal-nationalen Verbänden für sich und für Perthes nicht in den genannten klingenden Erfolg ummünzen? Und hier komme ich zum letzten Punkt. Da können Sie auch noch mal einmal weitergehen. Hier kommen wir abschließend also zur zweiten, stärker wissensgeschichtlichen Ebene der Arbeit, wo ich versucht habe, die kartografische Visualität von Haag und Langhans zu untersuchen. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass die Kartografie im Untersuchungszeitraum bereits eine stark formalisierte Darstellungsform war. Das heißt, einzelne Kartentypen wie Schulwandkarten oder eben Atlaskarten weisen Konventionen auf, die eigentlich von allen Kartografen auch befolgt werden. Auch der Maßstab, der Zweck der Karte setzen natürlich Grenzen sozusagen für eine individuelle Gestaltung. Dennoch hat es im kartografischen Diskurs auch in dieser Zeit, also auch in den 30er Jahren noch, die sogenannte künstlerische Dimension der Kartografie gegeben. So beschrieb Berthold Karlberg, ein jüngerer Kollege von Langhans und Haag, die Besonderheiten der Verlagskartografie, also von Perthes unter anderem, im Gegensatz zur amtlichen Kartografie in den 30er Jahren folgendermaßen, Zitat, hier spielt die Kartografie hinüber ins Künstlerische, das heißt nicht ins unbestimmt Gefühlsbetonte, sondern in Gebiete, die ein sicheres, auf grafischer Erfahrung aufgebautes Stilgefühl voraussetzen. Und ich habe eben versucht, in der Arbeit diese individuellen Momente der kartografischen Arbeit mit dem Begriff des Kartenstils zu fassen, der in der Literatur eigentlich mehr für Justus Perthes insgesamt verwendet wird, also der Perthes-Kartenstil, der aber eben unter einer Mikroperspektive doch weiter ausdifferenziert werden kann. Und hier nun erwies sich Haag tatsächlich als der kartografische Meister, als der auch heute noch gilt, der Geograf Nikolaus Kreuzburg, der damals auch für Perthes arbeitete, schrieb in diesem Zusammenhang 1953 über Haag, Zitat, er ist der geborene Kartograf, er arbeitet elastisch, nicht starr. Er weiß genau, dass für jeden Maßstab, für jede Kartenart, für jeden Verwendungszweck eigene Gesetze gelten. Und er versteht es meisterhaft, in jedem Fall das Optimum an Ausdruckskraft, an Wirkungsmöglichkeit, aber auch an Klarheit herauszuholen. Dabei stets die Grundsätze wissenschaftlicher Zuverlässigkeit zu wahren. In der Kunst der Generalisierung ist er unerreicht. Zitat Ende. Die Wirkungskraft, die anschauliche Gestaltung, also Anschauung war für Haag also ein zentraler Begriff von Haags Karten, besonders seine Schulwandkarten setzte Haag aber eben entgegen Kreuzburgs Deutung auch für weltanschauliche Zwecke ein. Wie die Geschäftsberichte von Perthes belegen, wurden sie in den 1930er Jahren vielfach auch von NSDAP-Schulungseinrichtungen und vom Reichsarbeitsdienst gekauft. Sie wurden auf diese Weise zu regelrechten Kassenschlagern, zu Konjunkturkarten, wie der Prokurist Klemm betonte. Insofern war es der Kartenstil Haags, der die für den Verlag lukrative Verbindung von Weltanschauung und Anschaulichkeit herstellen konnte. Langhans Kartenstil war stärker an einer Perthes-Tradition, etwa von thematischen Karten von Hermann Berghaus oder auch derjenigen der Auswertung explorativer Forschungsreisen, wie die von Bruno Hassenstein ausgerichtet, die ihm möglichst viele Informationen in die Karten bringen wollten, und zwar ästhetisch, weniger aber didaktisch oder gar lernpsychologisch gestaltet waren. Symptomatisch hierfür war etwa die Klage Klemms, dass Langhans Entwürfe für die Perthes Taschenatlanten wieder, Zitat, unter einer Überfülle hineingepressten Stoffes leiden, die eine Ausführung nicht ratsam erscheinen lässt. Also das war sozusagen schon ein allgemeines Charakteristikum von Langhans. Letztendlich war der nach dem Krieg als rein technischer und politischer Kartograf geltende Haag derjenige, der seine Karten eben so gestaltete, dass sie ihre Abnehmer fanden, ihre didaktischen Ziele erreichten. Er gestaltete die Karten so, dass sie sowohl der Politik als auch dem Verlag als Ressourcen dienen konnten. Der Politik als rhetorische bzw. visuelle Ressource und dem Verlag als finanzielle, als ökonomische Ressource. Und dies in allen politischen Systemen, auch in der Diktatur. Als deren alleiniger Repräsentant wurde schließlich nach 1949 aber dann Langhans, was ideologisch natürlich schon richtig ist, hingestellt, der dann im Verlag Hausverbot erhielt, und Haag, wie eingangs erwähnt, wurde im Sozialismus dann zum Namenspatron des Verlags und zur Galionsfigur einer unproblematischen, weil unpolitischen Vergangenheit des Verlags, wie Norman Henniges und ich auch schon in einem Aufsatz herausgearbeitet haben. Insofern wird an dem Fallbeispiel Haag-Langhans zum einen sichtbar, dass Traditionsbildung
oftmals eben situativen Zwängen und Zielen folgt und daher hinterfragt werden muss, jedoch auf eine differenzierte Weise, die Gründe eben nicht ausschließlich in der Person sucht und festmacht. Zum anderen wird auch die jüngere Wissenschaftsforschung bestätigt, die den Anteil sozusagen der sich als unpolitischen Technokraten sich verstehenden Akteure betont hat, welche an der Durchsetzung und Legitimation von politischen Weltanschauungen teilweise größeren Anteil hatten als die persönlich Überzeugten. Genau, das wäre jetzt so mein kurzer Vortrag nochmal zu dem Buch. Das letzte Bild auch noch, oder? Genau, das sind auch nochmal zwei Karten. Ich bin jetzt gar nicht auf die Präsentation eingegangen. Das können wir dann vielleicht in der Diskussion ja auch nochmal machen. Ja. Vielen Dank, lieber Herr Mayer. Also wie ich schon angekündigt habe, jetzt kommt der Diskussionsteil oder Frage- und Antwortteil. Sie dürfen sich hier im Publikum natürlich, im anwesenden Publikum Fragen überlegen. Genauso wie jetzt, ich vermute, Herr Damm, Sie werden jetzt das WebEx eröffnen. Also wer von den YouTube-Zuschauern jetzt noch Lust hat, mit uns zu diskutieren, möge doch bitte den WebEx-Link aufrufen und sich da bei uns einloggen. Dann können wir Sie auch auf der Kamera sehen. Ich fange zum Aufwärmen der Diskussion einfach mal an, Herr Mayer. Gerne. Da Sie im Moment Ihre Expertise zu Schulatlanten im Rahmen des Leipziger SFB-Projekts erweitern können, habe ich mich gefragt, ob dies Ihren Blick auf die Analyse von Schulwandkarten, mit denen ja auch der Pertes Verlag stark, also auch insbesondere Haag gearbeitet hat, nochmals verändert hat. Das ist wirklich eher so eine Frage der Neugierde, wie sich das bei Ihnen jetzt weiterentwickelt hat in den letzten ein, zwei Jahren. Aber die Grundlage dafür ist natürlich die etwas einfachere Frage, ne? Durch welche, dass Sie das nochmal ein bisschen plastischer erläutern, durch welche Darstellungs- und andere Strategien vermittelte Haag mit seinen Schulwandkarten und Atlanten geopolitisches Wissen? Und worin bestehen darin die Ambivalenzen, gerade auf Karten? Ja. Das sind ja im Grunde um zwei Fragen. Ich fange mal also mit der ersten Frage an, wie und ob sich mein Blick nochmal verändert hat in den letzten zwei Jahren durch unser Projekt. Also es ist eigentlich so, dass unser Projekt, sozusagen, wo es um Schulatlanten eben geht, stark sozusagen auch nochmal auf transnationale Vergleiche abhebt und in einem ersten Schritt jetzt erstmal auch sozusagen erstmal einen quantitativen Einstieg hat. Das heißt, wir erfassen von Schulatlanten, von Karten in Schulatlanten, erfassen wir sehr viele einzelne Merkmale, also von der Projektionsart bis welche verschiedenen Signaturen für Linien sozusagen verwendet werden, die Farbgebung und so weiter, also sehr unterschiedliche Merkmale. Um dann sozusagen wirklich nochmal zwischen einzelnen Ländern, aber auch zwischen unterschiedlichen Jahrzehnten sozusagen Vergleiche ziehen zu können. Jetzt höre ich mich gerade selber, okay. Ich bin raus. Von daher würde ich eigentlich sagen, also vielleicht ist mir nochmal stärker bewusst geworden, aber das haben auch Kollegen vom IFL, also Hans-Peter Burgiate, auch vorher mir eigentlich auch schon bewusst gemacht, nochmal wirklich dieses, der Charakter der Konvention, also dass es einfach sozusagen natürlich einen Spielraum für eine individuelle Gestaltung gibt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite doch gewisse Dinge, die sozusagen sich unter Kartografen etabliert haben und die sich auch sehr, sehr langsam verändern und die doch auch verschiedene Verlagshäuser, verschiedene Kartografen auch ähnlich machen. Ich denke, das kann man bei den Schulatlanten auch sehen, aber trotzdem gibt es auch da immer Versuche, natürlich Innovation reinzubringen. Vielleicht so viel dazu. Dann nochmal zu Haag und den Strategien, wie er sozusagen versucht hat, Anschaulichkeit vor allem eben in Schulwandkarten zu erreichen. Da würde ich sagen, also er hat immer wieder, man muss auch sagen, was ein Unterschied ist zu ihm, zu Paul Langhans, er selbst hat theoretische Texte geschrieben. Also
Von Haag gibt es viele Aufsätze, wo er beschreibt, welche Funktion die Kartografie hat, welche, wie Karten gestaltet werden sollen, welche Funktion Farbe in Karten übernehmen sollte und so weiter. Von Langhans gibt es das nicht. Also Langhans hat immer also zu seinen Atlanten eine sehr knappe Einleitung geschrieben, wo er nochmal auf die Quellen eingeht, die er benutzt hat und so weiter und welche Zielsetzung er mit den Atlanten verfolgt. Er hat aber sozusagen, was jetzt Theorie zu Kartografie angeht, hat er eigentlich nichts hinterlassen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Dennoch, also Haag ist jemand, der immer wieder, auch das ist natürlich eine Konvention von Schulwandkarten, Schulwandkarten müssen generalisieren, Schulwandkarten sollen anschaulich sein, sollen das Wesentliche sozusagen rüberbringen, das ist natürlich ganz grundlegend die Funktion. Aber Haag hat das wirklich perfektioniert. Er hat immer wieder betont, zum Beispiel bei Wirtschaftskarten in der Zwischenkriegszeit in den 20er Jahren, dass die herkömmlichen Schulwandkarten eben daher kranken, dass sie zu viel Informationen in die Karten bringen, dass sie jedes Vorkommen sozusagen mit in die Karte bringen wollen. Und der immer wieder betont, wir müssen uns auf das Wesentliche beschränken, wir müssen das auch stark farblich hervorheben, also auch in der Farbgebung. Dafür wurde er auch teilweise angegriffen, zum Beispiel von dem Geografen Norbert Krebs, der ein Penck-Schüler war, der gesagt hat, er hat das jetzt mit den Farben auch ein bisschen übertrieben, aber Haag war wirklich jemand, der gesagt hat, wir müssen diesen Farbeinsatz ganz stark machen. Und da gab es eben Leute, die gesagt haben, das ist toll, das zeichnet diese Karten aus. Es gab andere, die das nicht so gut fanden. Ein weiteres konkretes Stilmittel von Haags Schulwandkarten war der schwarze Rand, wo er eben sagt, das ist, funktioniert wirklich wie ein Bild. Wir müssen das sozusagen durch diesen schwarzen Rand nochmal, die Farbgebung sozusagen können wir nochmal stärker hervorheben. Wir müssen wirklich die Farben sozusagen zum Leuchten bringen, damit die eben sozusagen auch die Inhalte transportieren und eben vor allen Dingen die wichtigsten Inhalte, also sozusagen Selektion von Informationen und eben dann natürlich gepaart sozusagen mit der kartografischen Technik der Generalisierung. Das heißt also sozusagen auf die entsprechende Maßstabsebene eingeschossene Vereinfachung, wollte ich jetzt sagen. Das ist also sozusagen eine Vereinfachung, die aber trotzdem nicht verfälschend ist, die sozusagen trotzdem das Wesentliche transportieren soll. Der schwarze Rahmen, genau, das war also auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und er hat Anschaulichkeit, das ist auch nochmal interessant. Also Anschaulichkeit für ihn war eben sozusagen nicht nur die Bedeutung, dass der Inhalt transportiert war, sondern er hat das eben auch also mit Pestalozzi, also mit didaktischen und pädagogischen Theoretikern, auch darauf gemünzt, dass auf die Merkfähigkeit. Also er hat versucht, die Karten so zu gestalten, dass sich die Schüler und Schülerinnen sich die Inhalte eben sehr gut merken konnten, dass sie sozusagen wirklich einen bleibenden visuellen Eindruck hinterlassen haben. Ja, so viel würde ich jetzt, glaube ich, erstmal zum zweiten Punkt sagen. Mhm. Ja, vielleicht noch, das ist vielleicht nochmal ein konkretes Beispiel auch hier. Also rechts, das ist eben eine Karte von Hermann Haag und von Max-Georg Schmidt auch gemeinsam. Schmidt war der Kartenautor und die ist von Anfang der 30er Jahre, ist nur ein Bildausschnitt, das Diktat von Versailles, das eben sozusagen visuell transportieren soll, sozusagen die militärische Ohnmacht Deutschlands. Also man sieht in der Mitte zwei deutsche Soldaten, rot hervorgehoben, und sozusagen drumherum in den Ländern sozusagen riesige Armeen. Und dort setzt er eben auch sozusagen, das sind ja quasi Piktogramme schon fast von den Soldaten und Panzern, greift er eben zum Beispiel auch Trends aus der Infografik, die in den 20er Jahren ja aufgekommen sind, auf. Also das ist teilweise sehr, sehr detailliert und also zum Beispiel interessant, also die Soldaten der ehemaligen Entente-Staaten gucken, haben sozusagen runde Gesichter und kein Gesicht, sie wirken also sozusagen viel anonymer, während die deutschen Soldaten nach links und rechts, also nach Westen und Osten gucken sozusagen, um die Grenzen zu beschützen, sage ich jetzt mal. Und man sieht sie im Profil, was sozusagen viel individuelleren Ausdruck sozusagen schafft, während also sozusagen die anderen sozusagen so gesichtslose Massen sind, die auf Seiten der Franzosen zum Beispiel dann teilweise auch schwarze Gesichter haben, um sozusagen die Kolonialstreitkräfte zu symbolisieren. Das sind eben so dann subtile Sachen, die man dann auch erst sieht, wenn man sich sehr genau mit den Karten beschäftigt und wo man eben sieht, dass knüpft dann eben auch an zeitgenössische Diskurse, wie zum Beispiel also mit den Kolonialtruppen,
an, also die Rheinlandbesetzung, die ja teilweise durch Kolonialtruppen sozusagen durchgeführt wurde, was dann in Deutschland einen Riesenaufschrei gab und die Schmach vom Rhein und so weiter. Also daran knüpfen diese Karten dann eben auch an und das verstehen die sozusagen die damaligen Betrachter und Betrachterinnen auch. Und letzter Punkt, was mir gerade noch einfällt, Haag hat sozusagen auch die Innovation gehabt, zu den Schulbankkarten Begleithefte herauszugeben, um den Lehrern und Lehrerinnen sozusagen eine Interpretation schon vorzulegen. Das ist auch, kann ich auch mit Briefen von Haag belegen, es geht zurück auf Hermann Haag. Und das waren eben natürlich auch ganz tolle Quellen, weil man sozusagen dadurch nicht darauf zurückgreifen kann, was tatsächlich im Unterricht passiert ist, aber zumindest die Intention der Kartenmacher und des Verlages, was sozusagen transportiert werden sollte, das kann man ganz gut in diesen Begleitheften sehen. Und das war eben auch eine Idee von Haag. Vielleicht so viel dazu. Genau, jetzt haben wir gleich noch Karten interpretiert. Vielen Dank. Gibt es denn hier aus dem Publikum, dem Anwesenden, eine Frage? Susanne Friedrich? Ja, nur ich, als kleine Rückfrage zu der linken Karte, weil wir haben jetzt noch gar nichts gesagt und die hat ja noch so einen wunderbaren Rand außenrum. Ja. Ja, ich gehe ganz kurz nochmal ins Meeting rein und dann. Genau, links sehen wir eine Schulwandkarte von Paul Langhans, eben zum Thema deutschen Kolonien in Afrika von 1912, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und genau, es gibt diesen, ja, wie soll man das nennen, vielleicht ikonografischen Rand, wo einzelne Pflanzen und Tiere abgebildet sind, bildlich dargestellt sind, die in den Kolonien vorkommen, vor allen Dingen unter der Prämisse sozusagen, welche Rohstoffe können wir sozusagen aus den Tieren und Pflanzen gewinnen. Wenn diese Frage in die Richtung geht, ich würde das schon sozusagen als eine bildliche Veranschaulichung auch sehen. Ich habe mich aber vor allen Dingen sozusagen auf die Karteninhalte beschränkt und dort ist es halt so, dass sozusagen eine Fülle an topografischen Informationen da ist. Sind auch Wirtschaftskarten mit Wirtschaftssymbolen, wo es wirklich so ist, dass man direkt vor der Karte eingestehen muss, um die wichtigsten Sachen zu erkennen. Also da gibt es sozusagen in Bezug auf die Fernwirkung, funktioniert das nicht ganz so gut. Der Bildrand, das ist richtig, da setzt Langhans sozusagen wirklich auch auf eine bildliche Komponente, um die Rohstoffe darzustellen. Das ist schon richtig. Also das ist, meine ich, stammt auch noch aus einer älteren Tradition, wo Bildelemente eben sowohl in den Karten, aber auch als im Kartenrand eben dargestellt worden sind. Das findet man so bei Haag dann auch später nicht mehr. Also das kenne ich jetzt von den Karten, die ich gesehen habe, auch nur von diesen Kolonialwandkarten. Da gibt es noch eine zweite von Langhans. Ich denke, das sind auch ältere Traditionen, die er da aufgegriffen hat. Mhm. Genau. Genau, weil die Frage am Anfang nicht ganz verstanden worden ist. Es ging um die ästhetische Gestaltung dieser kolonialen Wandkarte. Da gab es eine Frage aus dem Anwesenheitspublikum. Okay, ich bin jetzt auch im Web Access. Weil man hier am Rand so Palmen sieht und ja, solche Elemente. Ja, ja, das sind eben genau die Pflanzen oder die wichtigsten Pflanzen. Ich glaube, Sisal und einige andere Sachen noch. Dann auch Elefanten wegen dem Elfenbein natürlich, die sozusagen eine Verbindung zur rohstofflichen Nutzung haben der Kolonien. Ja. Gibt es nun Fragen aus dem digitalen Publikum? Sonst stelle ich noch mal eine Frage. Der Herr Arndt hat eine Wortmeldung. Bitte schalten Sie sich doch zu uns zu. Muss ich das machen? Genau, das sollte man jetzt über Ihre Okay. Okay, Moment. Moment, Herr Arndt, ich muss Sie erst laut stellen. Jetzt bitte.
Vorsicht im Grunde steht das Reichsarchiv, dem Reichspräsidenten Hindenburg. Und Hindenburg sorgt dafür, dass ihm genehme Offiziere dort in dieses Reichsarchiv eingesetzt werden und in dieser Kommission arbeiten und das Weltkriegswerk mit den entsprechenden Karten erstellen und sorgt quasi durch seine persönliche Einflussnahme dafür, dass die ihm genehme Weltsicht, dass er auch in den großen Feldkämpfen und der große Sieger von Tannenberg, dass das dann auch offizielle Weltsicht wird. Und die letzten Worte dieses Weltkriegswerks erscheinen dann in der Zeit des Nationalsozialismus. Und dann ist dort tatsächlich auch offiziell von der deutschen Regierung die Rede, also sozusagen nicht nur in der Kartenwelt oder durch die Blumen gesagt, sondern dann wird das auch zur offiziellen Staatsdoktrin. Diese Bauchstelle. Und eine zweite Anmerkung, wenn man auch sieht, wie in der DDR-Zeit der Haag-Verlag auch politische Ideologien oder Weltsicht transportiert hat. Ich habe während des Studiums in Rostock bei dort einer der Professoren für Jura und Arbeit gearbeitet, den näher kennengelernt. Und der war von 1966 bis 1969 und wegläufig in den Haag und kommt natürlich aus dem Nähkästchen, glaube ich. Er hat eine Geschichte erzählt, die verrückt ist, die da war. Es gab also, haben wir ja den Sieg des Sozialismus zeigen wollte, der auch entsprechende Karten auf die Schule, die bäuerliche Industrieproduktion oder die landwirtschaftliche Produktion in den sozialistischen Ländern war. Und das wurde ja auch entschieden. Symbolisiert, also bei der Industrie, die Stahlproduktion, da gab es dann entsprechend viel Programme oder bei der landwirtschaftlichen Produktion, da gab es dann auch entsprechend viel Programme, Getreide, Kühe, Schafe. Und bei den Schafen, bei der Darstellung der Schafe war das so, die Schafe durften nicht nach Osten gucken, sondern die Schafe mussten nach Westen gucken. Also es durfte nicht der Eindruck entstehen, dass alle Schafe nach Osten kommen. An dieser Intention sieht man auch, selbst bei so den Kleinigkeiten auch geachtet wurde, dass also Ideologie transportiert wurde oder in gewissen Ideologie gleich von vornherein vermeiden vermieden werden sollte. Ja. Vielen Dank. Moment, kurz. Stopp. Jetzt, ich muss wieder stumm machen. Jetzt dürfen Sie reden. Okay. Ja, vielen Dank, das ist eine schöne Anekdote. Mir ist dabei jetzt nur, eine Frage war jetzt glaube ich nicht dabei, ne? Mir ist dabei nur durch den Kopf gegangen, also es gibt eben auch bei Perthes, gab es auch im historischen Wandatlas von Haag eine Serie zum Ersten Weltkrieg. Und da habe ich auch mal einen schönen Briefwechsel gefunden, wo er sein Kartenautor eben den Max-Georg Schmidt fragt, ob es denn sinnvoll wäre, eine Wandkarte zur Schlacht zur Marne zu machen. Und der Briefwechsel ist, glaube ich, von 1921. Und Haag sagt eben, es steht ja nunmehr fest, scheinbar, dass die Marne sozusagen der Wendepunkt, die entscheidende Schlacht im Krieg war. Und er überlegt dann aber, ob, Zitat, unsere stramm nationalen Lehrer, ob die dann auch die Karte kaufen werden, ob sich das dann auch lohnt. Und das fand ich nochmal schön, um sozusagen Haags Verhältnis auch nochmal zu zeigen. Also für ihn war halt wichtig, ob sich das verkauft. Oder das sagen wir es mal so, nicht nur, aber das stand eben in erster Linie. Also er hat immer versucht, auch sozusagen auch abzuschätzen, ob es eine Käuferschaft. Und hat dann auch eben durchaus eine gewisse ironische Distanz eben sozusagen zu diesen stramm nationalen Lehrerschaft dann auch gehabt. Und das, also er hat dann sehr... ja, schon stark funktional, sage ich jetzt mal, funktional geprägtes Verständnis gehabt. Das ist mir jetzt nochmal durch den Kopf gegangen, wo Sie den Ersten Weltkrieg erwähnt haben. Da ist eine weitere Frage aus dem Publikum. Ja, eine Neugier. Ich muss dann wiederholen. Weil jetzt auch so ein bisschen die Frage aufkam von Ihnen, dass er ja so sehr auf den Markt achtet und weiß, was die Käuferschichten wollen. Hat er denn Marktforschung eigentlich einen Sinn getrieben? Haben, was passt in den Lehrplan? Gibt es da irgendwelche Absprachen oder ist das reines Feeling?
Also es gab, das ist ganz interessant. Frage wiederholen. Ach, ich soll jetzt nochmal wiederholen? Ja. Ah ja, okay. Sorry. Nee, ist doch ist gut. Muss ich dann jetzt meine Stummschaltung aufheben? Nein, Sie sprechen ja in das. Ah ja, okay, ich habe das Mikro. Okay, gut. Genau, jetzt kam nochmal die Frage, ob quasi, weil ich jetzt nochmal betont habe, dass das Haag eben sozusagen sehr auf die Käuferschaft, auf die potenzielle Käuferschaft geachtet hat, ob es sozusagen eine Form der Marktforschung auch damals gegeben hat oder ob das jetzt so ein reines intuitives Feeling gewesen wäre. Ich weiß, dass es bei Perthes, man hat die damals die Reisenden genannt, das ist ein System, was um die Jahrhundertwende etabliert worden ist und das waren quasi Vertreter, die auch direkt Kontakt hatten mit den Lehrern. Das ist ein System, was dieser Prokurist, von dem ich gesprochen habe, der Theodor Klemm, sozusagen etabliert hat. Und damals hießen die eben nicht Außendienstmitarbeitende, sondern die Reisenden. Und die sind eben auch dann wirklich in die Schulen gegangen und haben mit den Lehrern gesprochen. Ich vermute, also ich weiß, dass Haag mit denen gesprochen hat. Ich weiß, dass er sich teilweise über sie lustig gemacht hat, weil sie aus seiner Sicht wenig Ahnung von Kartografie hatten. Aber ich weiß sozusagen, also ich weiß, dass er mit ihnen gesprochen hat. Es gibt jetzt sozusagen keine Gesprächsprotokolle oder so, aber es gab dieses System bei Perthes und ich nehme eben an, dass Haag als wissenschaftlicher Leiter auch dann Kontakte. Er hatte auch direkt Kontakt mit Lehrern, ne? Also er hat ja den Verband Deutscher Schulgeographen gegründet. Er war eben auf Versammlung der deutschen Schulmänner, wie es damals hieß, war er auch selbst dort vor Ort. Also er hat wirklich versucht, einen recht engen Kontakt zu den Lehrern auch zu haben. Und ich denke, dass er da auch viel Information bezogen hat, wie Karten gestaltet werden sollten. Also das gab es auch damals schon, ja. Jetzt haben wir wieder eine Frage aus dem digitalen Publikum. Herr Tierbach, ich schalte Sie mal laut. Ja, das hört man nicht. Ja. Ja, Philipp, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich hätte eine Frage. Ich kann mich noch an einen vergangenen Vortrag von dir erinnern, wo du diese Sprachkarten mal gezeigt hattest, also als thematisches Gebiet, wo man dann quasi aus nationalsozialistischer Sicht zeigen wollte, über so und so viele Leute sprechen dort die deutsche Sprache und dann mal zeigen konnte, ja, eigentlich ist ja die USA und ganz viel Südamerika auch Deutsch, weil da so und so viele Deutschsprachige sind. Das fand ich damals schon sehr interessant. Was sind denn sonst so für Themen gewesen? Du hast ja auch gesagt, der Haag hat auch so Interpretationen fertig geschrieben. Kannst du da vielleicht mal eine so eine interessante nennen, wie das dann eigentlich im Schulunterricht, auch wenn der jetzt selbst sagt, ja, was sollte denn bei den Schülern da rumkommen? Gibt es da irgendeine interessante Interpretation, die du vielleicht mal kurz vorstellen könntest oder zusammenfassen könntest? Moment. Jetzt. Jetzt dürfen Sie antworten. Okay. Danke, Tim, für die Frage. Also die Karte, die du wahrscheinlich meinst, ist, glaube ich, vom Ende der 20er Jahre, das Deutschtum der Erde. Das ist auch eine Haag-Karte, die er zusammen gemacht hat mit, das fällt mir der Kartenautor gerade nicht ein. Und da genau, da sieht man sozusagen die Verbreitung der Deutschstämmigen, der deutschen Sprache in der Welt und interessante Interpretation. Also an der Karte zum Beispiel ist spannend, dass er zum Beispiel den Autor des Romans Volk ohne Raum, Hans Grimm, glaube ich, hieß der. Das war ja auch so ein sozusagen breit rezipiertes Buch in den 20er Jahren. Und daraus, da kommt ja auch dieses Schlagwort eigentlich ein bisschen her, so Volk ohne Raum, die deutsche Raumnot und so weiter. Und den verortet er in dieser Karte, da gibt es nämlich auch deutsche Forscher, deutsche Entdeckungsreisende, auch deutsche Generäle, die im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft haben und so weiter. Und den verortet er sozusagen als deutschen Forscher, ich glaube in Deutsch-Südwestafrika, weil der Hans Grimm, glaube ich, eine Zeit lang dort gelebt hat oder der Roman da spielt, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau leider. Und dann sagt er sozusagen in diesem Begleitheft, das zu der Karte erschienen ist, wenn eben auch Hans Grimm sozusagen unter die deutschen Forscher gekommen ist, dann hat das eben damit zu tun, dass er sozusagen
sozusagen dieses Erlebnis von Versailles und so weiter, diesen Niedergang eben in diesem Roman Volk ohne Raum so gut beschreibt. Das ist also, finde ich, zeigt auch nochmal interessant, also interessant diese Vermischung dann auch von Wissenschaft und Politik. Genau, leider fällt mir der Kartenautor nicht ein, die dann natürlich eben auch an diesem Begleitband natürlich auch mitgeschrieben haben. Das war dann nicht Haag alleine, sondern auch die Kartenautoren. So, der Francis Harvey hat sich für die spannende Präsentation bedankt. Herr Perthes hat eine Wortmeldung. Bitte schön. Hermann Rüdiger, genau. Ja, genau. Ja, Herr Perthes, bitte schön. Moment, ich muss Sie kurz erst lautschalten. Ist das zu hören? Jetzt. Also, das war sozusagen eine Frage. Recht zu Recht hat es was zu tun, aber zuerst mal nochmal meinen Dank an Herrn Meyer. Wir haben schon viele Kontakt gehabt, schon über den oberen Grundtag in dieser Welt hinaus und Gespräch. Und ich habe seinen Vortrag immer dennoch aus der Entfernung gut beobachtet und unterstütze das wohl ganz. Ich bin also voller Dankbarkeit für seine Arbeit, die ich für sehr wichtig und sehr grundlegend halte, wenn Sie auch auf die zweite eher private Sicht der Dinge, der ist vielleicht der Einzige in der Runde, die das so betrifft. Ich habe natürlich auch gegruselt, wenn man sieht, was meine Vorväter in Gotha veranstaltet haben, Landkreis Haag, unter Bernhard Palatus, unter Joachim Palatus, meinem Großvater. Das ist auch eine Belastung, die mich auch betrifft. Aber ich muss nur sagen, Herr Meyer, ich unterstütze das, was Sie hier erforscht und zusammengefasst und geschrieben haben, voll und ganz. Ich finde das voll und ganz hervorragend. Dabei verwundert mich etwas, und das würde mich sehr interessieren, wir haben es, glaube ich, am Telefonat schon mal angesprochen, welche Rolle hat denn Bernhard Perthes und so weiter gespielt? Welche Rolle hat Joachim Perthes gespielt? Die würde nur sehr amtlich vorkommen. Merkwürdigerweise in Form von Briefwechsel für Briefwechsel mit den Verlegern, das war bei uns so gar nicht üblich. Also ich hatte ja auch mal diesen ehrenvollen Job des Verlegers und wir haben miteinander geredet, wir haben uns keine Briefe geschrieben. Das fand ich also ganz bemerkenswert. Was mich also, was mich interessiert, inwieweit ist mein Großvater und mein Urgroßvater tatsächlich selbst auch über ihre möglicherweise belegbaren politischen Aktivitäten und Äußerungen hier in dieser Nazizeit, in 20er, 30er Jahren, nicht in der Nazizeit verstrickt, wie das, was der Verlag hier gemacht hat. Man könnte es auch sehr kurz formulieren und ich würde sagen, ja, interessant wäre für mich, andere Familienmitglieder und Wissenschaftler dann auch gesehen, die Frage, inwieweit ist denn, hat sich die Familie Perthes sozusagen in dieser Zeit, in dieser politisch schwierigen Zeit, in der Nazizeit auch bereichert. Sie haben in einem Satz im Buch geschrieben, muss es klar, dass er zweifelsfrei auch von dieser Nazizeit profitiert. Da haben Sie sich auch, finde ich, ganz hervorragend. Also diese, aus meiner Sicht eher, wie soll ich sagen, der private Blickwinkel einer Familie in diese Zeit hinein, würde mich sehr interessieren. Das Zweite ist für mich die Frage, was ergibt sich denn möglicherweise an Folgen aus dieser Buchveröffentlichung? Zum Beispiel für die Person Haag. Haag ist ja Ehrendoktor, hat die Ehrendoktorwürde in Jena 1952 für den Buch bekommen, ist in seiner Stadt Gotha geworden, auch zu der DDR-Zeit und so weiter. Sie haben als Chamäleon geschrieben. Wenn dieses Chamäleon heute, was seine politischen Hintergrund angeht, wenn ich mal so sagen darf, heute anders gesehen, anders und jetzt spielt es auch eine Rolle. Oder wird A auf Dauer der große Nestor der deutschen Schulfachrechnung bleiben und doch weiterhin hauptsächlich aufgrund seiner kartografisch-wissenschaftlichen Tätigkeit beurteilt werden? Ich sehe A heute durchaus kritisch. Dabei würde mich auch interessieren, wie ehemalige Hagianer ihren Namensgeber heute sehen. Und man weiß,
dass Haag eben auch nicht nur politisch-rassistische Dinge befördert und unterstützt hat, sondern auch sich antisemitisch in sehr krasser Weise geäußert hat, wie sie es auch im Buch nachgewiesen haben. Geht das zusammen mit der heutigen Geschichtsschreibung und der Geschichtsschreibung der DDR, wo er auch eines hatte? Ich will es mal dabei belassen. Ja, vielen Dank, Herr Pertes, für diese beiden, glaube ich, wichtigen und sehr interessanten Fragen. Ich fange mal mit der zweiten Frage an, was jetzt quasi welchen Einfluss sozusagen mein Buch jetzt vielleicht auf das Erbe von Haag haben könnte. Und das ist natürlich für mich eine schwierige Frage, weil ich auf der einen Seite mich ein bisschen schwer tue oder mich ein bisschen sträube, jetzt sozusagen so ein Amt des Scharfrichters irgendwie zu übernehmen. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, wenn die Kenntnisse, die in dem Buch drinstehen, wenn diese Erkenntnisse wahrgenommen werden. Ich habe versucht, das differenziert auch darzustellen, weil Haag auch wirklich jemand ist, der schwierig zu fassen ist. Also und der, glaube ich, auch glaube ich, sehr, sehr intelligent war und Dinge auch von verschiedenen Seiten betrachten konnte und so weiter. Aber gerade das eben natürlich auch dann für den Vorteil von Justus Pertes und für den Vorteil seiner Person dann zum Teil auch ausgenutzt hat. Wie gesagt, also Scharfrichteramt wäre jetzt, glaube ich, nicht die Position, die ich sehe. Wenn das Buch rezipiert wird und dadurch gewisse Sachen angestoßen werden, werde ich mich nicht dagegen wehren. Aber es ist wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist jetzt also nicht an mir zu sagen, Leute, guckt doch mal. Vielleicht mache ich es mir dazu ein bisschen zu einfach, aber dann, da sage ich, das müssen dann auch ein Stück weit andere entscheiden, was Sie angesprochen haben, was jetzt die Ehrendoktorwürde der Uni Jena angeht oder Straßenbenennung in Gotha und so weiter, da gibt es ja einiges. So hat es ja auch die Sammlung Pertes mit Paul Langhans gemacht. Man hat das Porträt wieder aufgehängt und ich bin eigentlich auch eher für den Weg zu kontextualisieren und sozusagen auch auf die Differenzen, auf die Probleme natürlich auch hinzuweisen. Ich denke, das ist vielleicht ein besserer Weg, aber das ist jetzt sozusagen nicht, ich glaube, ich bin nicht derjenige, der das letzte Urteil fällen kann. Zu Ihrer ersten Frage, was sozusagen Bernhard und Joachim Pertes angeht, das ist tatsächlich auch ein bisschen vielleicht ein Schwachpunkt des Buches, das ist schon richtig. Also ich konzentriere mich vor allem auf die Kartografen und natürlich muss man sagen, es ist ein Verlag, es gibt die Verleger und ich denke, Bernhard Pertes war auch eine starke Verlegerfigur. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch Belege dafür, die zeigen, dass sozusagen die leitenden Kartografen auch durchaus gewisse Eigenständigkeiten hatten, um Projekte zu entwickeln, Projekte anzustoßen und dann auch auszugestalten. Aber es war natürlich ein Aushandlungsprozess. Theodor Klemm, den Prokuristen, da ist auch, liegt nach wie vor in der Sammlung Pertes ein riesiger Schriftwechselnachlass, der auch noch nicht ausgewertet ist. Das ist also die ökonomische Seite, kann man noch sehr viel stärker beleuchten, als ich das gemacht habe. Der spielt auch noch eine wichtige Rolle. Auch mit den mündlichen Absprachen, natürlich hat auch damals, glaube ich, sehr viel mündlich stattgefunden. Die Briefe waren vor allen Dingen eben, sind geschrieben worden, wenn Haag auf Konferenzen war, wenn er im Urlaub war und so weiter. Teilweise aber auch sehr wichtige Briefe, auch lange Briefe, die er zu Hause geschrieben hat und dann wirklich brieflich an Bernhard Pertes übermittelt hat, also die dann wahrscheinlich im Nachgang auch nochmal persönlich besprochen worden sind. Also der ist doch schon recht umfangreich, der Briefwechsel. Dennoch, denke ich, wurde auch damals natürlich viel persönlich besprochen. Auf der anderen Seite, denke ich auch, gab es ja auch manchmal Krach im Haus sozusagen. Also auch das Verhältnis zwischen Langhans und Haag war kein besonders gutes. Dass man da doch vielleicht auch in schwierigen Phasen doch gewisse Sachen dann auch per Brief sozusagen besprochen hat, weil das persönliche Verhältnis vielleicht nicht so da war. Zur NS-Verstrickung, das ist bei Pertes ein bisschen eine schwierige Konstellation, weil es dann eben in den 30er Jahren den Johannes Fliedschek gab, der ja sozusagen Generalbevollmächtigter war, der aber auch schon in den 20er Jahren bei Pertes war als Prokurist, der aber dann sozusagen aufgestiegen ist.
Theodor Klemm ist 1934 gestorben und dann, denke ich, hat Johannes Flitschek sozusagen das Heft in die Hand genommen. Aber, so denke ich, immer auch in Absprache mit Joachim Perthes. Also so wie ich das, wo das auch beschrieben worden ist, hat der Flitschek oft die Vorlagen geschrieben und Perthes hat es dann aber auch sozusagen mit seinem Namen unterschrieben. Das ist absolut richtig, man müsste das auch nochmal genauer erforschen. Mein Eindruck ist, es ist nur ein subjektiver Eindruck, ist, dass Joachim Perthes in den 30er Jahren eine gewisse Distanz auch zum Verlagsgeschäft hatte, vielleicht zeitweise auch gar nicht in Gotha war und dann sozusagen Flitschek sozusagen das Kommando überlassen hat. Aber ich denke trotzdem, in allen wesentlichen Entscheidungen, die auch die politischen Entscheidungen betreffen, hat er eben selbst unterschrieben und hat Kenntnis davon gehabt und sozusagen auch mit seinem Einverständnis dann getroffen worden. Und was die finanzielle Seite angeht, kann man eben sagen, dass Perthes auf jeden Fall, vor allen Dingen eben mit den Karten für die Luftwaffe, auf jeden Fall von der Wiederaufrüstung Deutschlands und damit natürlich auch vom Nationalsozialismus indirekt profitiert hat. Das kann man an den Geschäftsberichten wirklich sehen. Und man sieht eben auch, also Petermanns geografische Mitteilungen machen in den 20er Jahren schon Minus. Und da ist Theodor Klemm also die ganze Zeit erbost und will Einsparungen. Die machen auch noch bis zum Ende der 30er Jahre Minus, aber da interessiert es nicht mehr, weil man das sozusagen querfinanzieren kann dann mit den Luftwaffenkarten. Dann ist es nicht mehr so schlimm, dass eben andere Verlagsprodukte sozusagen keinen Gewinn machen. Also das denke ich, kann man durchaus belegen. Inwiefern sozusagen Joachim Perthes dann auch eine persönliche Nähe zum Nationalsozialismus hatte, das kann ich nicht beurteilen. Bei Johannes Flitschek ist das ganz klar. Der hat sich auch 1935 in dem Bildband des Verlags mit einem Reichsadler, mit einem Anstecker hat ablichten lassen. Also da ist das ganz klar. Bei Joachim Perthes ist es schwieriger. Aber er hat zumindest sich nicht gegen die finanziellen Vorteile gesträubt. Also so viel, denke ich, kann man schon sagen. So, Moment. Über drei Wortmeldungen. Da haben wir den Ferdinand Kämpfer, dann den Norman Henniges und dann nochmal Herr Perthes. Oder ist es direkt dazu, Herr Perthes? Okay. Wenn es direkt dazu ist, bitte jetzt hier. Also, in der Familie ging immer damit der Schritt, die gesagt von einem Komplizen zufolge war Joachim kein Nazi. Seine Ehefrau Veronika, meine Großmutter, allerdings war sehr braun. Das ist so das, was in der Familie kolportiert wurde. Nur als Ergänzung. Das Zweite, lieber Herr Mayer, wenn wir dazu kommen sollten, die Verlagsgeschichte 1952, 1953 hinaus vorzuschreiben, würde ich mir wünschen, dass Sie das machen. Denken Sie mal nach. Das ist ein Ringschwert. Arbeitskreis Verlagsgeschichte angeregt, der damals mit sehr großer Unterstützung von Dr. Weigel ein, zwei Sitzungen machte, der hat beim Sandefeld und warum auch immer. Schon 10 Jahre her. Ich würde gerne wieder mal tun. Das ist einfach nötig, glaube ich, auch die Zeit von der Enteignung über die DDR-Zeit, meinetwegen bis hin zur Treuhand, zur Reorganisierung und zum Übergang komplett aufzuarbeiten. Ich würde gerne dazu beitragen, in welcher Form auch immer. Ich fände es toll, wenn Sie das machen würden. Das ist doch ein Angebot, Herr Mayer. Ja. Vielen herzlichen Dank für das Angebot. Ich kann das jetzt sicherlich noch nicht definitiv entscheiden, aber das ist ein tolles Angebot, ganz klar. Also, und ich finde Perthes nach wie vor ein faszinierendes, man kann fast sagen, Universum. Es geht ja auch in die andere Richtung noch weiter sozusagen, also vor 1880 oder 1890. Also, ja. Ja. Jetzt Ferdinand Kämpfer. Moment, kleinen Moment. Jetzt. Guten Abend, ich bin Ferdinand Master. Schreibt der Masterarbeit für die Staaten. Würde mich mal interessieren, erstmal vielen Dank für den sehr bereichernden Vortrag, für die bereichernde Präsentation. Würde mich mal interessieren, wie weit standen eigentlich die letzten Herzöge von Sachsen-Coburg und Gruppenherzogtum und aus dem Doppelherzogtum, das wäre dann trotzdem als einziges Herzogtum betrachtet,
Alfred und Karl Egemont in Kontakt mit diesen Kartografen beziehungsweise inwieweit kann Karl Egemont, der ja als umstritten gilt in der NS-Zeit als Herzog als abgesetzter Herzog, dann noch in Verbindung mit den Kartografen, die sich ja sagten, dass es da noch den NS-Einfang gab. Vielleicht auch beantworten, würde mich auch interessieren. Vielen Dank. Also ich weiß es nur von Karl Eduard, was ich in den Quellen gesehen habe, dass er, also Paul Langhans war ja der sozusagen Vorsitzende der Deutschbundgemeinde in Gotha, und der Deutschbund war eben ein radikal-nationaler Verein, der jetzt aber im Gegensatz zum Alldeutschen Verband eben keine Massenorganisation sein wollte, sondern ein sehr elitär ausgeprägter völkischer Verband war. Und Langhans war sowohl sozusagen Vorsitzender der Gemeinde in Gotha als auch als Bundesmeister, glaube ich, hieß das Amt, war er bis Anfang der 20er Jahre sozusagen auch der sozusagen der Führer, sage ich mal in Anführungszeichen, oder die leitende Figur im Deutschbund auf Reichsebene. Und ich weiß aus Quellen, dass Karl Eduard eben auch regelmäßig bei den Sitzungen des Deutschbundes in Gotha dabei war. Insofern bestand auf jeden Fall Kontakt zum Deutschbund und auch zu Paul Langhans. Inwieweit er Kontakt zum Verlag hatte, das könnte ich mir vorstellen, könnte Sven Ballentin sicherlich wesentlich besser beantworten als ich jetzt, das weiß ich nicht. Dadurch, dass Perthes sozusagen wirklich eine Institution in Gotha war, denke ich schon, dass es auf jeden Fall auch Kontakte gab. Wie eng die waren, das hing sich vielleicht auch von den einzelnen Verlegern ab. Das weiß ich aber nicht genau. Aber ich weiß, dass es eben Kontakte zum Deutschbund gab und darüber dann eben auch zu Paul Langhans. Also das ist jetzt das Einzige, was ich dazu weiß. Okay, dann kommen. Hallo, also Dankeschön nochmal für den tiefen Einblick und auch die differenzierte Darstellung. Also es hat sich wirklich gelohnt, die jahrelange Arbeit. Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Ich würde gerne nochmal mit meiner Frage den Blick von dem engeren Rahmen von Gotha und des Perthes nochmal auf die auf die deutschsprachige Verlagskartografie lenken. Und fragen, wie würdest du Kamerads Stellung als Akteur, als Kartograf, als Wissensmanager und Politikus im engeren Sinne, wie würdest du seine Stellung einschätzen in der weiteren Verlagskarte? Wie einzigartig ist deine Stellung in der deutschen Verlagskarte? Das ist jetzt ein weites Feld, ich weiß, aber ich denke mal, es ist auch ganz wichtig, diesen Kontext mit einzubeziehen, weil Justus Perthes ist sicherlich das führende Unternehmen, vor allem dann auch in der Schulkartografie, aber es gibt ja noch andere Akteure, und da wäre es entspannt zu sehen, wie man ihn verorten oder einschätzen kann. Ja, danke Norman für die Frage. Das ist für mich eine schwierige Frage, aber eine wichtige, sehr wichtige Frage, denke ich. Das Buch ist ja wirklich als Fallbeispiel Langhans Haag sozusagen Perthes konzipiert, was auch sozusagen die Schwierigkeit hat, dass man ihn fragen kann, ja, wie ist es denn bei anderen Verlagen? Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage. Ich weiß, dass eben auch damals schon die Schulatlanten von Westermann Perthes überflügelt haben, also eine höhere Verkaufszahlen hatten, eine höhere Reichweite hatten. Dietrich Reimer in Berlin oder Hölzel in Wien, Fleming, und es gab ja viele, auch in Leipzig, noch andere Verlage, die Schulwandkarten, die Schulatlanten gemacht haben. Also diese Perspektive müsste man sicherlich einnehmen. Was ich sagen kann oder was ich denke, ist, dass Hermann Haag dennoch eine sicherlich nicht die führende Rolle, dazu wurde er auch teilweise gemacht, das ist, denke ich, aber auch ein bisschen Stilisierung vielleicht, aber ich denke, er hat eine sehr wichtige Position eingenommen. Einfach schon aus dem Grunde, weil er den Verband Deutscher Schulgeographen begründet hat und dadurch sehr gut vernetzt war. Und er wurde eben auch von der Hochschulgeographie, also von den Wissenschaftlern, eigentlich schon als einer der führenden
Praktika sozusagen und Kartografen gesehen, die eben wirklich sehr stark in der angewandten Kartografie waren, also wozu ja dann auch die sozusagen ganze Schulkartografie zählte. Also dieses, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, dieses eine Gutachten, was der Norbert Krebs, also der dann in den 30er Jahren Lehrstuhlinhaber in Berlin war für Geografie, der wurde 1942 beauftragt, eben Gutachten zu Haag zu schreiben, ob er dann die Medaille für Kunst und Wissenschaft bekommen könnte. Und der hat gesagt, also sozusagen in der praktischen Kartografie ist Haag eigentlich der Führende, aber er hat in der wissenschaftlichen Kartografie spielt, dann hat er nicht so die große Rolle gespielt. Und er kommt sozusagen zu dem Fazit, also wenn die Medaille nur für hervorragende Wissenschaftler vergeben werden soll, dann wäre Haag eigentlich nicht der Richtige. Aber wenn sozusagen auch die Praktiker mit berücksichtigt werden sollen, dann hat er die Medaille schon verdient. Also ich denke, er hat schon eine wichtige Position. Also so viel kann man, glaube ich, schon sagen. Vielleicht so viel, es ist jetzt ein bisschen knapp, also aber diese Beziehung zu anderen Verlagen, die ist sicherlich auch für den Arbeitskreis wäre das vielleicht auch nochmal eine Aufgabe, die ist sicherlich wichtig, das denke ich schon auch, weil Perz eben nicht der einzige Verlag natürlich war. Ja. Ah, da haben wir eine Frage von Sven Ballantin. Bisschen lauter. Ich hoffe, Sie können ihn also verstehen. Wenn da meine, ich habe meine Kamera. Ich bedanke mich mal auch von meiner Seite, dass Sie mich diesen großen Bühne gemacht haben und das klassische moderne Doppelbiografie gewählt haben. Das ist ja auch kein einfaches Verfahren. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie gesagt haben, dass Haag eine schwierige Transformation ist. Obgleich der dem Archiv die reichhaltige Überlieferungen hat, im Gegensatz zu Langhaus, der nach dem Krieg der Herrschaft und vor ihr Heimfeld und damit auch seine materialen Verloren gehen. Das ist das Spannende eigentlich an diesem ganzen Problem, dass die Personen, die gerade reichhaltig überliefert ist, die auch so schwierig zu deuten. Und da kann ich Ihnen vorbeistehen, dass man eben der Historiker, der Scharfrichter ist und der mir abwägt, die Urteile wird das voll auf kann, aber nicht teilt. Ich darf Ihnen geben, dass dein Handy jetzt nochmal zurücksprechen an der Weite in die Nähe. Und fragen, wie weit die beiden Herren, die ja die Großherrschaft bekannt gewesen sind, überhaupt in die Stadt hineingezogen haben. Haben wir nicht nur die ganzen Leben in diesen Verlag verbracht, sondern weitgehend auch in der Stadt, bis in Frankfurt, der sich ja gerade in der SA da das eigene Zeug gelegt hat, und auf Kanon gesprochen, in den Schulen und referiert hat. Bei Haag kann das nicht so zu sein. Kann man denn die zwei auch außerhalb des Verlages? Ja, vielen Dank. Das ist, denke ich, auch eine sehr interessante Frage. Ich habe jetzt gerade neulich mal in der Deutschen Nationalbibliothek das Buch in der Hand gehabt, Gotha, Stadt der Gegensätze, zwischen Gotha zwischen 1918 und 1933, wo es eben sozusagen, Gotha war ja auch eine Stadt, die relativ früh, ich glaube nach Coburg sogar die Stadt, die als zweites sozusagen nationalsozialistisch regiert war, ich glaube schon seit 1930, also wo die NSDAP relativ stark war, aber es war ja auch, hatte ja auch eine sozusagen eine Arbeitervergangenheit, die denke ich auch recht stark war, also es war glaube ich schon eine Stadt, die sehr gegensätzlich war und wohl auch um 1900 recht freisinnig geprägt war, wie ich in Quellen gelesen habe. Und ich habe in diesem Buch in das Register reingeschaut und da waren etliche Einträge zu Haag und Langhans. Ich habe leider nicht geschafft, genau nachzugucken, aber da müsste man nochmal schauen. Also dem entnehme ich mal, dass es Belege gibt, inwieweit sie in Stadt gewirkt haben.
Ich kann für die 30er Jahre ist eben belegt, dass Paul Langhans ist 1940 Ehrenbürger geworden. Haag ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Oder ist er schon 42 Ehrenbürger geworden? Ich glaube, er ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg Ehrenbürger geworden. Also da gibt es sozusagen eine gewisse, so einen gewissen zeitlichen Unterschied. Wie Sie schon gesagt haben, Langhans war NSDAP-Kreisredner. Ich habe auch eine Rede, ist wirklich überliefert, die er im Gotha Schlosspavillon gehalten hat, die wirklich ziemlich extrem ist, muss man sagen, von 1931. Also ich glaube, ich glaube, der Norman Henniges hat mir mal erzählt, dass Hermann Haag regelmäßig Instrumente in einer Gotha Kirche gespielt hat, einen Gottesdienst begleitet hat. Das schießt mir jetzt noch gerade noch durch den Kopf. Ansonsten habe ich auch eher das Gefühl, dass Haag zurückhaltender war. Er war natürlich am Ernestinum engagiert, war da Vorsitzender des Elternbeirates, den man dann nach dem Ersten Weltkrieg gegründet hat. Er war auch zeitweise Lehrer dort. Also mit dem war er schon, war auch Vorsitzender der ehemaligen Vereinigung dort. An dem Gymnasium. Also da war er, glaube ich, schon sehr eingebunden, was jetzt sozusagen die Stadtöffentlichkeit angeht. Also Haag ist ja dann 42 mit der Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet worden und das wurde auch, glaube ich, relativ öffentlich auch gefeiert. Das sind jetzt so die paar Bruchstücke, die mir dazu einfallen, zu der Wirkung in die Stadt. Langhans war in den 30er Jahren auch Stadtbeirat. Also da, mein Eindruck ist, dass Langhans sich sozusagen mit dem Stückweisen hinausdrängen, sozusagen auch bei Perthes, dann auch vielleicht da sozusagen Ersatzfelder gesucht hat und dann vielleicht eher sich in der Stadt engagiert hat und nicht mehr so stark bei Perthes. Er war ja bis Ende 38 immer noch Herausgeber von Petermanns Mitteilung, aber ansonsten hat er eben nicht mehr so viele Karten gemacht. Bei Haag habe ich eher das Gefühl, dass es der Verlag das Wichtigste für ihn war, aber das sind auch da müsste man noch mal mehr schauen. Stimmt. Aber die zeitliche Differenz hatten Sie ja gerade gesagt mit diesen mit der Ehrenbürgerwürde. Ne? Und Herr Perthes hat es gerade im Chat geschrieben. 53 hat es erst Haag bekommen, ins selbe Jahr, wie er den DDR-Nationalpreis Klasse erhalten hat. Mhm. Gut. Habe ich hoffentlich niemanden übersehen. Wer hätte noch eine Frage? Letzte Gelegenheit, letzte Runde. Ja, vielen Dank. Haag war auch Mitglied der Gotha Mittwochsgesellschaft und Herr Perthes ergänzt und er schämte sich dafür nicht. Ja, Herr Perthes möchte noch mal was sagen. Moment, ich muss Sie wieder lautstellen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, das sage ich erstmal aus meiner darstellenden Sicht, dass diejenigen, die die Sammlung Perthes eigentlich zu verantworten haben, aus der dieses hervorragende Buch hervorgegangen ist, heute gar nicht kaum zu sehen sind. Ich grüße sehr herzlich an Valentin. Vorbei, die ich beide außerordentlich schätze. In den letzten Jahren wir arbeiten sehr gut zusammen, wenn ich mal so sagen darf, auch wenn ich in letzter Zeit auf der Roda mit dem Kurs auf der Roda war. An anderer Stelle fehlt mir dann wieder das Engagement. Also kurz die Frage würde lauten: In diese Runde zu Human Brain Concern, was sind eigentlich die Ziele, die längerfristigen Ziele, die Sachen herzustellen? Wir reden ja hier über einen Kulturwandel nationaler Bedeutung, wir reden über eines der größten eine der wichtigsten Publikationen, wenn nicht vielleicht sogar die wichtigste Publikation überhaupt, haben wir heute Abend von Herrn Meyer vorgestellt zu bekommen und konnten darüber diskutieren. Das war dann in fast 20 Jahren und die Sammlung zur Uni-Erfurt gehört immer noch nicht so wenig. Ich würde mir wünschen, dass da noch mehr passiert und dass auch vor allen Dingen die für mich aus externen nicht so ganz klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sich etwas stärker konzentrieren. Da scheint mir noch einiges an Nachholbedarf
vorzunehmen. Ich hoffe, dass ich von den Dingen, die jetzt die Landesgarten betreffen, in der Zukunft noch etwas mitkriegen werde. Ich werde noch nicht wieder gegen Antwort 70 zu. Ich bin ja seit 50 Jahren, das ist ein Angriff gebunden, habe ich falsche Art und Weise und werde nicht müde, hier und da auch mal meine kritische Stimme zu erheben. Das gilt ausdrücklich für Sie, Herr Mayer, heute nicht. Und ich hoffe, ich finde das Buch ganz hervorragend und kann Ihnen nur viel wünschen und viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg, den ich womöglich gerne unterstützen werde. Das war's. Kann ich das so machen? Ja, natürlich. Danke schön, Herr Pertes. Jetzt, Herr Mayer, jetzt haben Sie die Chance, ja, Wissenschaftspolitik zu machen. Ich glaube, das entspricht jetzt nicht meiner Position. Ich wollte nur noch mal ganz kurz, also vielen Dank, Herr Pertes, auch. Ich freue mich da auch sehr über die Unterstützung. Ich wollte nur noch mal ganz kurz auch auf Publikationen hinweisen, die ja schon erschienen sind. Also das ist ja jetzt sozusagen nicht das einzige Buch zu Pertes, also die Dissertation von Herrn Brugiato oder auch Aufsätze von Ute Wadenga und Bruno Scheelhaas und anderen, die ja auch, Norman Henniges, Iris Schröder auch, die ja auch sich mit Pertes befassen. Das wollte ich nur noch mal ganz ergänzen. Ja, vielleicht noch letzte Bemerkung dazu, das hatten wir ja neulich am Telefon schon. Das ist jetzt aber wirklich nochmal ein weites Feld, sozusagen, wenn man sich anguckt, in Berlin sozusagen das Humboldt-Forum, das ja auch zu Recht kritisiert wird, aber da hat man ja sozusagen ein Thema zum zentralen Ort auch gemacht, wo man ja mit Pertes durchaus rein thematisch durchaus auch anschließen kann, anknüpfen kann. Also die Frage sozusagen Gotha in der Welt und auch darüber hinaus die Verbindung zu anderen Erdteilen und so weiter in ganz unterschiedlichen Beziehungen, in sozusagen auch unterschiedlichen Konjunkturen. Da würde ich natürlich sagen, dass da auch sehr viel Potenzial da ist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wahrscheinlich auch nicht alles auf einmal erreicht werden kann. Also so, man sieht ja an dem Buch, das hat 7 Jahre gedauert und das ist natürlich auch viel Arbeit. Genau. Wissenschaft will Weile haben. Aber danke schön, Herr Pertes, danke schön an Sie alle, die heute anwesend sind, digital wie präsent. Herr Mayer, wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Weg. Das viel Erfolg haben Ihnen jetzt alle gewünscht mit diesem Buch, dass es eine gute Resonanz erfährt. In Leipzig sind Sie auch gut aufgehoben, wo Sie erstmal noch mit Frau Wadenga und Jana Moser, dem Leibniz-Institut für Länderkunde mit Jana Moser, die heute auch da war, weiterarbeiten können. Und dann haben Sie ja das Angebot gehört, dass das nächste Buch erwartet wird von Ihnen. Das können wir bei Gelegenheit ja gerne noch besprechen. Ja. Gut, dann haben wir hier jetzt 1,5 Stunden gefüllt. Ich bedanke mich Ihnen zu Hause und Ihnen hier, die hergekommen sind. Ihnen vor allem, Herr Mayer, dass Sie aus Leipzig den Weg hierher gemacht haben. Genau. Und wir trinken uns jetzt, wir heben nochmal unser Wasserglas. Ja. Vielen Dank auch, ja. Und Ihnen schön, dass Sie alle da waren. Zu Hause, genau. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank, ja, das war sehr schön, danke.